einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier auf Terra. Ja, und Lily ist zusammengebrochen, weil sie in Winsible das Luftschiff gesehen hat und sich sofort an ihre Kindheit erinnert hat, was tatsächlich in Mada and Sali damals passiert ist. Und sie liegt jetzt hier im Krankenhaus, wollte ich sagen, im Gasthaus, so in der Art Gasthaus, denn die Leute hier brauchen das anscheinend nicht wirklich. Es gibt da drin jetzt zwar ein Bettchen, aber irgendwie sind die Leute hier komisch. Sie sind alle etwas, oder die meisten etwas jünger scheinbar als unser Zidane hier, schauen ihm aber alle doch irgendwie recht ähnlich. Man möchte fast sagen, ja, bis aufs Haar, ne? Nur unser Zidane ist etwas blonder, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wir haben ein Treffen mit dem Mädel, das uns hierher geführt hat, und dafür müssen wir ins Labor. Ich glaube, war das jetzt nicht hier? Warte. Ich glaube, ja, ne? Warst du das? Warst nicht du das? Nein. Also runter hier, ne? Tap, 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 tap. Ja, da sind wir. Da ist sie. Mit einem Maschel im Haar. Und sie hat... Ja, sie ähnelt ihm schon... Na, passt schon. Blödsinn. Hi. Hm. Na, das ist doch einfach rührend. Welch elterliche Fürsorge. Und... Gehört das auch alles zu dem, was du mir zeigen wolltest? Ja, du hast es anscheinend schon begriffen. Ja, aber nicht, dass ich es wollte. Aber es wird mir ja deutlich genug vor Augen geführt. Hier sieht ja auch jeder aus, als wäre er ein Zwilling von mir. Sie sind wie wir. Sie sind Genome, die hier leben. Genom? So werden sie also genannt? Nein, nicht nur sie, auch du und ich. Genom, dies ist der Name, den unsere Rasse erhielt. Mann, was eine Ironie. Wer hätte gedacht, dass dieser Ort meine Heimat ist, nach der ich so vergeblich suchte? Ist ja auch kein Wunder, dass ich sie nie gefunden habe, wenn meine Heimat nicht mal auf Gaia ist. Bist du denn nicht froh, endlich an den Ort deiner Geburt zurückgefunden zu haben? Froh? Weißt du überhaupt, was das bedeutet, froh zu sein? Kennt ihr das Gefühl der Freude überhaupt? Ihr seid doch alle nur willenlose Kreaturen ohne Seele. Boah, gemein. Daran kann man nichts ändern. Schließlich wurden wir so erschaffen. Und hier? Vergewissern wir uns gegenseitig unseres Daseins als leere, seelenlose Körper, die darauf warten, erfüllt zu werden. Quasi sind das alles Tontöpfe, die dann später bepflanzt werden oder so, ne? Ja. Muss ich mal schlucken, Entschuldigung. Aber wozu? Ich habe langsam genug von dieser Geheimnistuerei. Sprich endlich Klartext. Warum bin ich in Terra geboren und in Gaia aufgewachsen? Und vor allen Dingen, ich lebe, ich besitze eine eigene Seele, aber warum sind hier alle völlig willenlos? Weil du etwas Besonderes bist. Was? Wir sind nichts weiter als leere Gefäße, dir aber wurde eine andere Aufgabe erteilt. Alles geschieht nach dem Willen unseres Herrn Galant. Galant? Wer soll das sein? Der Opa, mit dem du vorher gesprochen hast, aber das weiß nur Kuya und wir. Yeah. Galant ist der Verwalter der Planeten. Seine Aufgabe ist, für die Wiederauferstehung des Volkes von Terra zu sorgen. Die Wiederauferstehung des Volkes von Terra? Die Menschen hier sind gar keine Terrianer? Nein, sie sind nur ihre leeren Hüllen, so wie du und ich. Das wirkliche Volk von Terra schläft noch. Sie schlafen bereits eine halbe Ewigkeit. Aber die Zeit wird kommen, in der Gaia zu Terra wird,
Es ist der Zeitpunkt, an dem das blaue Licht zu rotem wird. Moment mal, ist es etwa das Ziel Terras, sich Gaia anzueignen? Was kann es sonst für ein Ziel geben? Seit jeher haben die Terrianer neue Planeten zu ihren eigenen gemacht, um zu überleben. Ist dieser Zeitpunkt gekommen, werden die Genome mit den Seelen der Terrianer gefüllt, dann ist ihre Wiederauferstehung vollkommen. Was soll das für ein Plan sein? Warum macht ihr es nicht wie immer und zerstört alles mit eurer tollen Magie? Das wäre doch ein Klacks für euch. Vor einer langen Zeit versuchte Galant es mit Gewalt, aber es schlug fehl. Dann seht verdammt nochmal zu, dass ihr Land gewinnt. Aufgrund dieses einen Fehlschlages war Galant gezwungen, eine sehr lange Zeit zu warten. Er wartete und beobachtete Gaia, immer dann eingreifend, wenn die Esper ans Tageslicht traten. Deswegen zerstörte er das Dorf der Esper und verwüstete Alexandria. Die Seelen der Planeten besitzen alle ihre eigenen Kreislauf. Die Seele wird auf dem Planeten geboren und kehrt wieder zu ihm zurück. Galant versuchte, diesen Kreislauf selbst zu kontrollieren. Aus diesem Grund wurdest du erschaffen. Was? Galant erwartet dich. Komm! Was zum Henker brütet ihr da aus? Dieser ganze Schwachsinn mit Terra und Gaia interessiert mich einen Dreck. Wer bin ich? Was bin ich? Och, Menno, wo bleibt Zitane nur? Wo es doch Lilly nicht gut geht, wo trödelt er wieder herum? Sag mal, Eiko? Aber Lilly, du darfst doch nicht aufstehen. Es geht mir schon viel besser, aber hör zu, ich habe eine Bitte an dich. Was denn? Sofern es in meiner Macht liegt? Ich möchte, dass du für mich Zitane suchen gehst. Okay, kann ich machen. Aha, jetzt weiß ich, du bist eifersüchtig, nicht wahr? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur so ein mulmiges Gefühl. Okay, gut. Eiko wird ihn suchen gehen, aber du musst mir versprechen, dich hier auszuruhen. Active Time Event. Event wählen. Heimat. Was für ein großer Steinmampf. Was seid ihr denn alles so aus diesem großen Steinmampf? In diesem Stein ist was zu essen, stimmt's? Es ist ein riesiger Steinbackofen-Mampf. Aber ich will keine Hitze-Mampf. Ihr habt vergessen, ihn anzumachen-Mampf. Oder vielleicht doch etwas zu essen? Darf ich mal probieren, Mampf? Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagte mein Meister immer Mampf. Ein bisschen zu versalzen, Mampf. Zitane, was machst du hier? Suchst du auch nach Essen, Mampf? Hä? Ach, du bist Quina. Wenn du das so versunken rumzahlst, kann ich dich gar nicht zu den komischen Leuten hier unter Seiten, Mampf. Man sagt, es gibt immer einen Doppelgänger. Aber ich hätte gedacht, dass es hier gleich so viele gibt, Mampf. Die Welt ist schon voller seltsamer Sachen, Mampf. Ich weiß. Zitane, was ist los? Stimmt etwas nicht, Mampf? Wer? Was? Nein, geht schon. Ich bin immer ich selbst, jawohl. Aber Quina, du bist ja wohl auch das exakte Ebenbild von deinem Meister, oder nicht? Das ist doch klar, Mams.
Meister Quell und ich gehören ja auch zur gleichen Rasse, Mams. Mein ich ja. Von außen betrachtet sehen sich Angehörige der gleichen Rasse halt immer ähnlich. Das wird wohl so sein, Mams. Gleiche Rasse? Mams? Arme Lili, ihr tut immer noch heuer. Schlaf gut, Lili, schlaf gut. Lalala. Hallo, Freya. Auch ein wenig ausruhen? Okay. Wo ist mein... Ach, Mokristoff, dir wäre jetzt toll. Herr Steiner? Prinzessin, ich war zu schwach, um... Ach ja, der ist wieder am Rumheulen. Oh, Entschuldigung. Lalalala. Ich wollte nur schauen, ob hier noch was versteckt ist für Aiko. Aber nein. Oh, noch ein Active Time Event. Wo die Seelen zu finden sind. Hallo? Diese Gegend hier. Entschuldigung, was macht ihr denn hier? Also, ich finde dieses blaue Leuchten auch ganz schön. Ihr mögt es doch auch alle, oder? Ich schau dir alle die ganze Zeit nur darauf. Dieses Licht ist uns extrem unangenehm. Ach so. Oh, das Mädchen von vorhin. Zidane, was machst du denn hier? Was ich mache? Was machst du denn? Ich versuche mit den Kindern hier zu sprechen. Sie sehen ja ungefähr alle so alt aus wie ich, aber... Versuch's erst gar nicht. Von denen bekommst du keine gescheite Antwort. Aber ich glaube, wenn man es oft genug probiert, verstehen sie einen bestimmt. Erstaunlich, dass gerade du sowas sagst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder wie ich es sagen soll, aber irgendwie haben sie große Ähnlichkeit mit... Ähnlichkeit? Dass ich ihnen ähnlich sehe, kann ich selbst sehen. Nein, ich meine nicht mit dir, sondern mit den Schwarzmagiern auf dem Frachtschiff zum Beispiel. Nicht vom Aussehen, aber eines weiß ich, die Herzen dieser Kinder sind bestimmt nicht einfach nur leer. Vielleicht sind sie nur gerade auf einer Reise. Nicht leer? Was? Zidane, wo gehst du hin? Zidane? Was hat er denn für... Irgendwas stimmt mit dem nicht. Lalala, ich bin Aiko. Hallo, hey, du da? In dem Augenblick, in dem das blaue Leuchten zu rotem wird, so dann werden unsere leeren Körper beseelt. Okay. Ich gehe mal da reinschauen, vielleicht ist Quina noch da. Oh, noch ein Active Time Event. Das erhaltene Leben. Hier entlang. Sie wirkt doch anders als die anderen, oder? Hey, was? Hey, Zidane. Oh, ja. Was willst du hier, Mahagon? Hast du schon freundlichere Tage gesehen, was? Aber was ist das hier für ein Ort? Denn ganz ein Weg hierher, in der Hoffnung, einen würdigen Gegner zu treffen, mit dem ich mich messen kann. Und dann treffen wir auf diesen Haufen Waschlappen. Ist dir langweilig? Genau das. Sag mal, Mahagon, kann ich dir mal eine Frage stellen? Und wenn ich Nein sage, würdest du sie trotzdem stellen. Hast du eigentlich Eltern oder Verwandte? Was soll denn diese sentimentale Frage? Ja, ich weiß, tut mir leid. Halt nur so Interesse halber. Seit ich mich erinnern kann, ist das Einzige, was ich je vor Augen hatte, der Feind, den es zu bezwingen galt. Nur im Kampf sah ich den wirklichen Sinn meiner Existenz. Sah? Du sprichst von Vergangenem? Pah, das verdanke ich alles einer gewissen Person. Ach, hör bloß auf. Ein sentimentaler Mahagon
macht mir noch mehr Angst als der vorige. Und wie sieht es bei dir aus? Du meinst Eltern und so? Oder und Familie? Ich habe keines von beiden. Boah, Zitane, ey. Hey, du Quina. Was ist denn plötzlich mit Zitane passiert, Bams? Irgendwas stimmt nicht mit ihm, Bams. Ich weiß es ja auch nicht. Er ist einfach weggegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ich werde dir helfen, Zitane zu suchen, Bams. Oh, das ist lieb von dir, Quina, danke. Na, oh, warte. Ich hätte vielleicht noch nach unten gehen sollen. Also, Active Time Event. Event wählen, seine Bedeutung. Hey, soll ich mir vielleicht die Haxen ablaufen? Wie weit denn noch? Ich sagte doch, bis zu Galant. Na toll, aber da vorne ist Endstation. Es gibt einen Weg. Sieh, von dort gelangst du zu ihm. Er erwartet dich bei den schlafenden Seelen, die darauf warten, endlich wieder auferstehen zu können. In seinem Luftschloss der Zeit, dem Pandemonium. Willst du dich nicht von deinen Freunden verabschieden? Ich weiß nicht, ob als Genom oder sonst was, aber auf jeden Fall wurde ich hier geboren, richtig? Das bedeutet, für die Menschen Gaias bin ich ihr Feind. Du verstehst schnell. Ja, aber glaub bloß nicht, dass ich euer Freund bin. Aber wenn, Terra, wenn ihr praktisch meine Verwandten seid, dann sollte ich mich wohl lieber persönlich darum kümmern. Na toll, will Zitane sich jetzt etwa von uns lösen oder so? Das kann er doch nicht machen, der Zipfelklatscher. Oh, was haben wir denn da für einen Raum? Da war ich noch nicht drin, oder? Vielleicht haben wir hier einen Shop oder so. Was? Ein Mogli! Ein Mogli, ich sehe den Pommel. Wo kommst denn du her? Was denn? Und zack! Oh! Vielen Dank, Kubo. Ich war da drin gefangen, Kubo. Was haben wir denn da Schönes? Dunkelschweif. Wir haben dir doch gern geholfen, Mogli. Zum Dank überlasse ich dir meine Ware zu einem Freundschaftspreis. Cool, dann schauen wir doch gleich mal. Ich würde sagen, ein noch. Orichalkon. Aha, dann nehmen wir zwei. Mystica will ich auch. Wow, ist das teuer. Ich nehme nur ein. Heiligenpicke. Weil ich nicht weiß, wegen Schmieden und so, ob das wirklich möglich ist. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hypnose-Mütze, aha. Blitzkappe. Adamanshut. Platinhelm. Dämonenpanzer, jetzt schnell mal aus. Hexenkacke, auch nicht. Platinrüstung, High Potion. Bla 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 bla. Vakzin, haben wir das schon? Ja. Ich müsste was verkaufen. Aber was denn nur? Die Katzenkralle zum Beispiel. Eine. Da, Malchus, können wir eine verkaufen. Da haben wir auch drei. Lederarmreif haben wir fünf. Da können wir vielleicht drei hergeben. Ist halt viel wert, aber trotzdem. Kristallarmreif gebe ich auch zwei her. Da gebe ich ein her. Potion. Ja, von mir das kann ich behalten. Seidenhemd gebe ich eins her. Da, Zipfelmütze eins. Ein Dunkelschweif gebe ich einmal her. Da müssen wir schon bald genügend Kohle haben, um das eine Teil kaufen zu können, das uns noch fehlen tut. Da geht auch eins. Ich glaube, das können wir so lassen.
Na, weg da. Kaufen. Da. Warte, langsam. So, Dämonenpanzer, Hexenrobe, Platinrüstung. Den nehmen wir noch mit. Tada! Sehr gut. Das reicht. Wie schaut's mit Mognet aus? Mognet, Kupo? Noch nie davon gehört, Kupo? Was ist das, Kupo? Ich möchte das Mognet ausprobieren. Bitte übernimm die Zustellung, Kupo. Aber gerne doch. Kupo, danke. Moloch an Mogrisuma. Okay. Zelten glaube ich nicht, aber speichern wir was gescheites einmal. Das haben wir schon ewig nicht gemacht. Fertig. Danke, lieber Mogri. Und, was ist mit euch? Das Atmen der Planeten. Alles erscheint regungslos und doch ist alles in Bewegung. Und umgekehrt. Asubi. Und du? Das blaue Leuchten Gaias ist für uns, die wir von Terra erschaffen wurden, ein andauernder Schmerz. Die Widerstandskraft gegen den Schmerz ist ein Teil unserer Anpassung. Na super. Da kommt Freude auf. Da drüben sind wir so rauskommen. Ah, Vivi. Hallo, Vivi. Aiko, Zidane ist... Du hast Zidane gesehen? Ja. Warum hast du ihn denn nicht aufgehalten? Aufhalten? Aber warum denn? Der wirkte zwar ein bisschen komisch, aber wenn du Zidane suchst, komme ich mit. Cool. Was haben wir da? Ist da irgendwas? Nö, ne? Da. Nein. Das Siegel dieses Tores kann nur von Auserwählten aufgehoben werden. Aha. Hallo, großer Mann. Mahagon. Ist Zidane hier reingegangen? Ja. Und er machte zur Abwechslung sogar mal ein ernstes Gesicht. Dann kann hier doch irgendwas nicht stimmen. Geht ihr ihn suchen? Was? Ich werde mitkommen. Also stehe hier nicht rum wie ein Ölgötze. Dann will ich noch Freya holen gehen. Huch, da unten ist nicht Ruhe, ich habe nicht Ruhe gesehen. Freya. Aber das wird nicht gehen, ne? Die werden eher auf Lilly aufpassen. Aber wir sind eh genug Leute, passt schon. So. Na, na, bam, bam. Bam, bam. Ankleiden. Das wäre eine Geschichte. Jo. Was habe ich denn da gemacht? Das war verkehrt. So, anlegen. Eine Flüte. Haben wir doch, haben wir was Neues bekommen? No. Die Pastenmüste. Die Pastenmüste, verstehst? Pastenmütze. Da. Ja, oh, oh, hoppla, die braucht sie noch. Die braucht sie auch noch, okay. Wie schaut's mit dem Kipphand von Uzuquina aus? Die Gabel ist aber fertig. Da ist man auch fertig. Da auch. Hier gibt's auch nichts. Da sind wir auch fertig. Alter Schwede. Krasses Pferd. Und der gute Vivi. Hat man für dich irgendwas Gescheites? Ja, die Hypnosemütze. Kommt der Zauber, kann er lernen. Das ist gut. Nope. Kraftgürtel, Kittel, nix Gürtel. So, Halstuch, halt aber was. Mit dem Garnett kann er lindern lernen, das werden wir gleich tun. Der gute Mahagon. Da braucht er noch, braucht alles noch. Alles klar. Ability, wenn wir schon drei haben für den guten Vivi. Würde ich sagen, lindern ist vielleicht nicht so schlecht, das konnte. Regeneriert die HP des Zielobjekts. Ich hoffe, dass das okay ist, dass das wirklich für uns gilt, nicht für den Gegner, aber ich denke schon für uns. So, dann würde ich sagen, noch schnell darüber geglupscht. Aber ich glaube, da kommen wir da dorthin, ne? Ja. Halt, warte, vielleicht ist es doch richtig gewesen. Warte kurz, meine Gute.
Vielleicht kommt man ja von da. Nö, ne? Ach, wie bin ich denn da rüber? War das etwa hier? War das etwa hier? Na, ne, da komme ich ganz weg. Na, das muss schon von da oben gegangen sein. Pfui, wie kam man dann zu der Truhe? Ich hab's voll vergessen. Das habe ich echt vergessen. Wie man da hinkam. Ist vielleicht wurscht in dem Moment. Ist vielleicht wurscht. Zack, rein da. Oder brauchen wir die anderen jetzt auch? Ich meine, wir können schon fragen gehen, ne? Fragen wir doch einfach mal, dass mit Dani irgendwas nicht... Also berichten wir, erstatten wir Bericht, das geht sie Dani nicht gut. Irgendwas bedrückt ihn, wir wissen eh was. Ihn macht auch das blaue Leuchten nervös, ganz sicher sogar. Auch ein wenig ausruhen, brauchen wir glaube ich nicht. Du Lili? Da geht auch nichts. Steiner, kommst du mit? Na, es wäre die besser, wenn zwei sie bewachen. Oder beschützen, sagen wir eher so. Wir wachen jetzt sich wieder so gemein an. Dann gehen wir halt rein. Wobei es schon taktisch klug wäre, eigentlich, hier den Part zu beenden. Na, ist noch zu früh. Hallo, du Komische. Hey, du da! Wo hast du Zidane hin entführt? Er ist aus freien Stücken zu Galant gegangen. Galant? Da hört sich ja schon allein der Name boshaft an. Aber Zidane würde uns auf gar keinen Fall alleine zurücklassen. Er ist fort, um den wahren Grund seiner Existenz zu erfahren. Nein, ich glaube dir nicht. Hast du gehört? Er sei ein Feind Gaias. Dies waren seine letzten Worte, bevor er das Tor zum Pandemonium durchschritt. Ach du grüner Mogel! Den umherirrenden Seelen ihren Frieden. Das ist also das Gutshaus des werten Herrn Galant. Er scheint ja ganz besonderen Wert auf Ausgefallenes zu legen. Na, dann wollen wir doch mal den Gastgeber höchstpersönlich begrüßen gehen. Ja, Zidane, ne? Zurück dürfen wir dabei nicht. Ich muss mich meinem Schicksal stellen. Jawohl, das muss er. Ganz ehrlich, der Boden, ne? Der Boden schaut aus wie beim Baum Ifas. Also wo wir gerade drauf stehen, oder? Finde ich halt. Ich habe dich erwartet. Hm? Wer zum... Vor ungefähr 12 Jahren verlor ich einen äußerst fähigen Genom. Ein Leben, das ich schuf und nach Gaia schickte, um den Kreislauf ihrer Seelen zu stören. Dieses Leben bist du. Und ich bin froh, dass du wieder zurückgekehrt bist. Halt die Luft an, Opa. Was ich bin, entscheide ich für mich selbst. Ich hab's nicht nötig, mir von einem alten Knacker was erzählen zu lassen. Jetzt verstehe ich. Du bist also Galant. Und wenn dem so wäre, dann mache ich dich kalt. Aber vorher will ich alles wissen. Weshalb wuchs ich in Gaia auf? Warum wollt ihr Gaia zerstören? Keiner hat vor, Gaia zu zerstören. Aber Gaia wird zu Terra. Was? Selbstverständlich verläuft nicht immer alles nach Plan. Wie auch die Tatsache, dass du in Gaia aufwachsen musstest. Ein anderes Leben, das ich schuf.
war womöglich der Auslöser, der alles durcheinander brachte. Ein anderes Leben? Wer soll das sein? Jemand, der auch dir sehr gut bekannt ist. Folge mir, noch ist die Zeit nicht gekommen, in der das blaue Leuchten Gaias von dem tiefroten Glanz Terras verschlungen wird. Vielleicht bin ich noch auf deine Kraft angewiesen. Na prima, super, ist sie ganz toll, fein. Aber wir werden erst im nächsten Part weitermachen. Muah. Ihr Lieben, ja, Zitane. Zitane ist ein Genom. Ist kein Bewohner Terras. Falsch, Gaias. Und ist ein Bewohner Terras, sollte ich sagen. Er sucht seine Bestimmung, sein Schicksal. Ich fürchte, es wird kein schönes sein, was man für den Guten hier ausgedacht hat. Auf jeden Fall haben wir gerade Papi getroffen, wie schön. Mami scheint es nicht zu geben, brauchen wir scheinbar nicht, da wir ja Reagenzgläserkinder sind. Keine Ahnung. Aber so irgendwie da, auf jeden Fall. Das war's wieder für heute. Im nächsten Part geht's weiter, bin gespannt, was Galant uns zu sagen hat und wer dieses andere Leben ist. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!